Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, denn wir haben unser Einjähriges. Und dazu wollte ich eben auch ein kurzes Video machen. Wie ihr seht, sind wir noch in Kroatien, aber auch nur noch 3 Tage. Dann fahren wir auch wieder nach Hause. Das Video wird vermutlich auch erst hochgeladen, wenn wir in Deutschland sind, weil dieses Internet, dieses WLAN, das packt einfach nicht, Videos hochzuladen. Und deswegen tut es mir echt leid, dass von mir einfach nichts kommen kann. Und der Plan ist eben, ich richte mich schon mal. Wir waren nämlich den ganzen Tag am Hundestrand, am Meer. Und jetzt machen wir uns fertig. Und dann gehen wir ins Restaurant Veranda. Da, wo ich meine Bewertungsvideo gemacht habe. Denn das war das einzige Restaurant, was uns hier wirklich überzeugt hat. Es war sehr lecker, die Bedienung war Bombe. Und deswegen wollen wir es auch nochmal nutzen, solange wir hier sind. Natürlich verrate ich euch noch was anderes, wenn ihr nicht schon auf Instagram gespoilert wurdet. So, ich bin zum größten Teil fertig. Ich muss noch meine Haare Luft trocknen, ein bisschen Schminke machen und dann geht's auch schon zum Essen. Jetzt ist gerade Tommy mit Nami in der Dusche, weil man noch das Salz aus ihrem Fell rauswaschen muss, da wir heute am Meer waren. Und ich habe Wasser im Ohr und ich bekomme das einfach nicht weg. Ohne Witz. Also falls ihr einen Tipp habt, wie es gut rausgehen soll. Also ich habe mich schon auf Google informiert mit Springen und Gähnen, aber hat bislang alles nichts geholfen. Und mein rechtes Ohr ist so zu, dass es so unangenehm, wenn man auf einer Seite taub ist. Egal. Was ich euch eigentlich sagen wollte. Wie fange ich an? Also falls ihr wirklich noch nicht gespoilert worden seid auf Instagram oder vielleicht auf Tommys Channel, der ein bisschen schneller ist beim Posten, wegen mein Internet ist hier nicht so gut und WLAN auch nicht, wie gesagt. Aber es kam die Frage aller Fragen und ich habe ja gesagt. Natürlich stellt sich die Frage, wie hat er es angestellt? Also er hat gesagt, er hat auf den richtigen Moment gewartet. Und dieser kam gestern Abend auch und es ist schwierig zu erzählen so, aber wir wollten es eigentlich, also Tommy hat gesagt, er wollte es eigentlich aufnehmen, aber es war schon so dunkel, dass die Kamera das nicht so gut erfasst hat und deswegen haben wir es tatsächlich extra für euch nachgestellt. In Vietnam auch so heiß wie hier? Ja, aber ein wahrer Pham hat keine Schwäche vor Hitze. Ich bin aber kein Fan. Noch nicht. Noch nicht. Freunde, es ist Zeit für ein bisschen Romantik. So Leute, wir sind jetzt bei der Veranda zum zweiten Mal und das wird jetzt unser allererstes Verlobungsessen. Und der Tommy gönnt sich jetzt auch gleich einen Hummer.